Und willkommen zurück zu Valentino Rossi The Game. Und nachdem wir so ein bisschen in die Rossi Experience geguckt haben, die letzten Folgen, die sehr umfangreich ist und sehr cool, geht es jetzt weiter mit der Karriere, mit unserer Moto2-Saison. Wir haben ja bei der Moto2 unterschrieben, haben die Moto3 übersprungen und starten das Ganze in Losail in Katar. Nachtrennen ist angesagt. Und ja, hier müssen wir jetzt halt mal so ein bisschen ausprobieren. Die KI mache ich auf jeden Fall auf realistisch. Ich möchte auch eigentlich nur bei nur Rennen bleiben. Drei Runden. Ah, wir haben hier, oh, wir haben hier noch 5 Runden. 7 Runden. Das hattest du in MotoGP 15 nämlich nicht. Da hattest du nach 3 Runden gleich 7. Hier haben wir 5, 7, 10. 20 Runden die volle. Ich würde eigentlich ganz gerne erstmal bei 3 Runden bleiben. Und schauen, wie wir da mal durchkommen. Weil es soll nicht zu einfach sein, es soll aber auch für den Fall der Fälle nicht zu schwer sein, dass wir da ja einfach ein paar spannende Rennen abliefern können. Einen schönen guten Abend von der Gucken Rennstrecke wir einfach Losail, mal. das So, wolkenlos. Und dann, ja, Rennen Moto2. Sam Lowes, Zarco Rins, Morbidelli Folger, Baldassari, endlich aktuelles Feld. Aber das heißt natürlich auch hier in der Moto2, dass hier noch, ja, Luis Salom dabei ist auf der 14. Flutlicht Ist aber noch nicht auf natürlich Strecke, die dann auch Fahrer mit einem weinenden konzentrieren Auge sich. In ein paar Sekunden beginnt der das Ganze hier Rundenstart von verbunden. Katar hier in Doha. So, natürlich auch hier mit unserem neuen Helm, Stiefeln und alles angepasst ein bisschen. So, wir kommen relativ spät, ja, spät, schlecht weg. So ist es besser gesagt, glaube ich. Oh. Fast hier abgeräumt. Das erste Mal hier Moto2. Sound ist in Ordnung. Jetzt muss ich gerade mal hier gucken. Moment. Ich habe eine Option getätigt nebenbei, bevor es hier noch Probleme gibt. Aber geht sofort weiter mit der Renn-Action. Ja, Losail, eigentlich auch eine Strecke, die mir nicht so wirklich liegt. Aber die ich soweit kenne. Und bisher machen sie ganz gut Druck, die Leute. Die Leute mit D, ganz wichtig. So, der Syrien hier, der die letzten Rennen auch ganz gut Druck gemacht hat. Zumindest Katalonien gut vorne gefahren ist. Der ist hier momentan hinten bei uns. Na doch, ich muss aber sagen, absolute Augenhöhe. Kann aber natürlich auch mit dem Team zu tun haben, dass das Bike einfach von den Werten her natürlich nicht das Beste ist. Das ist auch mal so ein kleiner Faktor, den man über die Jahre kennt, über die Spiele. Und vielleicht auch die eigenen Fahrerfähigkeiten für sich. Aber da muss man natürlich überlegen, wie man dann weiter handelt. Weil ich meine, wenn man mehr Runden macht, ja, da verlieren wir immer, eher gesagt noch Plätze. Oliveira neben uns, Leopard Racing, Vize-Weltmeister. Und das ist immer sehr, sehr spät. Und da ging ein ganzer Haufen durch. 4 Plätze verloren. Damn, es ist sehr schwer, muss man sagen. Und das ist geil. Das ist geil. Aber noch will ich mich nicht zu früh freuen.
gucken, wie das aussieht, wenn wir auf dem Top-Bike sitzen. Wir haben ja dann immer noch die anderen Folgen, die Prognosen und News zum aktuellen Renngeschehen. Da geht es ja in gut zwei Wochen, wenn ziemlich genau zwei Wochen, zum Dutch TT Assen. Da fahren wir dann auch im freien Modus mit einem, ja, Topfahrer, denke ich mal. Mal schauen, wie es da aussieht. Aber hier jetzt absolute Augenhöhe. Sogar ein Ticken schneller als ich. Aber da kommt es einfach auf die Konstanz an. Wir machen ja mehr Fehler. Und ich bin natürlich durch das Reden auch noch ein bisschen abgelenkt. So, eine Runde haben wir dann noch. Ja, Katar auch eher eine Strecke von der längeren Sorte. 2 Minuten, unter 2 Minuten, glaube ich, ist das hier nix. Zumindest für uns, wie das Topfeld abschneidet. Keine Ahnung, ja, die werden, glaube ich, noch unter 2 Minuten da kommen. Okay, wir ja auch eigentlich fast. Hinten, ja, drängeln irgendwie alle. Oh. Wir sind schon 24. Luca Marini, der Halbbruder von Walle, Windschatten. Das ist auch sehr cool, dass sie aus dem Windschatten hervorstoßen. Robin Mulhauser. Das werden wir schon von der Schweiz hier überholt. Aber unsere Stiefel und Handschuhe passen farblich zum Bike. Das ist doch das Einzige, was wir erstmal mitnehmen können. Das ist doch ganz cool. Was ich jetzt auch nochmal gerade machen kann, da wir hier Nachtrennen sind. Wie sieht denn das aus hier beim Bike? Diese, ja, Glanzeffekte, sage ich mal, vom Licht. Diese Reflexionen, genau das Wort habe ich gesucht. Kann sich doch auch sehen lassen, ne? Wenn wir da so die Reflexion mal auf der Verkleidung und so hier, dieses Blau in der Mitte. Sieht doch schon ganz cool aus. Okay, hier ist die dunkle Seite. Unsere Startnummer könnte ruhig ein bisschen größer sein. Aber das auch nur nebenbei. Ja, 2 Plätze verloren. Mulhauser, Marini. Die fahren aber auch gleich sofort weg, ne? Das ist echt schlimm. So, an sich die KI hinter uns machen da keine Angriffe, fahren nicht so aggressiv. Die kommen dann eher aus dem Windschatten. Ich weiß jetzt auch nicht, wie es hier mit der, mit den Überholmöglichkeiten aussieht. Auch so im Echten. Aber mit dem Moto2 kannst du immer noch am coolsten fahren, finde ich. Ich habe schon oft gesagt, ich weiß, aber was Speed und Handling angeht, ist Moto2 echt cool. Wir werden aber trotzdem gucken, dass wir so schnell es geht in die MotoGP aufsteigen. Wenn wir ein sympathisches Team finden, das uns nimmt, unser erstes Rennen als 26. Absolutes Schlusslicht, keine Chance da. Da sind sogar hier unsere Teamkollegen oder Kollege. So, du nervst auch. Morbidelli hat das Teil gewonnen. Zarco 0-0-0-0-0. 50 Hundertstel. Sam Lowe dahinter. Also, das, die ersten 5, das war ja schon ein gutes Finish. Innerhalb einer halben Sekunde. Ordentlich. Und ja, sie sind nicht unter 2 Minuten gefahren. Das auch nochmal randbemerkt. Und dann hier natürlich Punktestand. Bis 15, ne? Der 15. kriegt einen Punkt. Wir gehen dann leider leer aus. Ja, die Hersteller interessieren uns eigentlich auch nicht so wirklich. Wir fahren Tech 3 oder Tech 3.
auch eine lächerliche 1000 VR-Points bekommen. Wir brauchen mehr, wir brauchen mehr. Aber wir haben hier ein bisschen verbessert. Mich würde ja immer noch mal interessieren. Ah, da haben wir ja auch hier auch die ersten Bonus-Dinger freigeschaltet unten links. Bonus für körperliche Kondition 1. Ja, was denn die Maximallevel da sind? Von dem Ganzen. So. Jetzt geht's ja weiter in Misano. Was haben wir denn? Ah, oh ja, genau. Jetzt haben wir so ein Yamaha R1M-Rennen. Das haben wir ja nicht erst ausprobiert. Aber diesmal geht's ja um was. Das ist vielleicht so der Anreiz, ne? Boah, dann müssen wir da jetzt auch nochmal durch. Ich stelle das aber jetzt nochmal auf schwer. 3 Runden. Ja, bisschen blöd gelaufen. Gerade in der letzten, in der vorherigen Folge sind wir das mal total random gefahren. Und jetzt dieselben Bedingungen. Aber na gut, was willst du machen? Konnten wir immerhin schon mal ein bisschen reinschnuppern. Go. 3 Runden Misano. KI auf schwer. In unserem ersten Rennen sind wir auf Mittel gefahren, aber jetzt fahren wir auch ein bisschen ernster und konzentrierter. Und lassen auch die Onboard-Cockpit weg. So, scharf rein. Und da können wir uns so weit vorbeischlängeln. Aber ich merke schon, das wird auch ein anstrengendes Rennen. Und da fährt uns einer hinten drauf. Ja, vorsichtig. Plätze verloren. Wer gestürzt ist, kann ich nicht sagen. Bagnaia wird da angezeigt. Die machen gut Druck, die Jungs. Die machen echt gut Druck. Also, wenn die Schwierigkeit so bleibt, bin ich da höchst zufrieden mit dem Spiel. Weil das wirklich noch der einzigste Punkt ist. Ansonsten gefällt mir das echt sehr gut. So, Migno, du blockierst uns hier so ein bisschen. Du gehst uns hart auf den Sack gerade. Komm. Geh da weg. Oh, hier hängt uns schon wieder dran. Aber wir gucken erstmal, verbringen noch ein paar Rennen, werten unser Können auf. Dann schauen wir mal, wie das Ganze aussieht. Und einfach mal hier quer rein. So, Antonelli. Niccolo Antonelli oder ein anderer Antonelli? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Ellbogen an Ellbogen, Knie an Knie, Schulter an Verkleidung. Eng zur Sache. Es geht eng zur Sache. Aber das ist tausendmal besser, als einfach davon zu fahren. Jetzt kommt hier Morbidelli reingeschossen. Der kann uns aber nichts. Vorne Antonelli macht ein bisschen Dampf. Aber wir können uns hier gut ranbremsen. Diese Kurven kann ich sehr gut leiden eigentlich. Und dann erstmal an Antonelli vorbei. Und gut 1,5 Runden Verschluss erstmal auf die 1. So, durch das Stück hier gut durchgekommen. Das war immer unser kleines Problemchen. Ja, hier auch nicht optimal. Noch keine Strafzeit. Und dann geht es in die letzte Runde mit einem guten Vorsprung. Mal zurückgucken. 1,6. Ja. Bisschen geschnitten.
wir auch vorsichtig. Nicht, dass wir über die Curbs so geschossen kommen und abheben und dann liegen wir nämlich. Ein Zehntel rangekommen, letzter Abschnitt. Allerdings weiß ich nicht, ob das noch Antonelli hinter uns ist. Die sind da eng auch zusammen. Das ist momentan Rossi, 1,1. Kommt deutlich näher. Kommt deutlich näher, mal zurückgeguckt. Aber es ist nicht mehr weit. Nicht mehr weit. 1,9. Ja, hier haben wir wieder gewonnen. Da scheint die KI nicht so stark zu sein. Also hier und da anscheinend auch ein paar Aussetzer auf manchen Kurvenstrecken. Oder wir fahren einfach eine komplett andere Linie, die nicht vorzuberechnen ist. Haben aber unser kleines 3-Runden-Rennen hier gewonnen. Mit der Yamaha R1M, so abbrechen und dann auch mit schnellster Runde verabschieden wir uns hier. Ein paar Points, das haben wir 22.000 und natürlich hier nochmal ein bisschen was verbessert. Oh, jetzt sehe ich da auch gerade diese Münzen da, die sind jetzt neben Körperposition und körperliche Kondition. Dann wird das wahrscheinlich ein spezieller Rang sein, den du irgendwie auf Gold hochmachen kannst oder so, keine Ahnung. Können wir gerade noch mal gucken, ob wir in die Anzeige kommen, wo das da so ein bisschen aufgelistet ist. Das hat unsere Managerin, die Sarah, ja auch am Anfang uns gezeigt. Meine Karriere. So, Fahrerfähigkeiten, da sehen wir es. Und da sehen wir hier auch rechts Meisterschaftsplatzierung und die Punkte und so weiter. Okay. So, Fahrerfähigkeiten. Ist das... Naja, das ist nicht das, was ich wollte. Da können wir nur gucken... Fahrerbonus, genau das wollte ich. So, was haben wir denn hier schon freigemacht? Nimm mit deinem eigenen Fahrer an 4 Moto3, Moto2 oder MotoGP-Rennen teil. Das haben wir. 80 Kilometer haben wir, okay. Und das ist, das ist einfach nur ein Bonus für die jeweilige die Kondition, Körperposition. Erhöht die Erfahrungspunkte, die man sich mit der Fähigkeit körperliche Kondition verdient, nach jedem Rennen um 10%. Alles klar, also das ist ein 10% Bonus. Und ja, das hat hier alles drei Stufen. Bronze, Silber, Gold. 50%, 25%. Was müssen wir da machen? Gewinne mit deinem eigenen Fahrer 24 Rennen. Status 3 schon. Also das wird anscheinend insgesamt für jedes Rennen, das wir abliefern, gerechnet. Auch eine coole Sache. Ja, ist doch ganz... Also ich bin wirklich immer noch irgendwie so ein bisschen sprachlos. Der Umfang hier vom Spiel, wie das alles ist. Da bin ich mega beeindruckt davon. Und es kommen ja auch noch DLCs, ne? Ich meine, der Season Pass, der kostet 30 Euro. Da muss ja auch noch ein bisschen was kommen, ne? Oder bei dieser Collectors Edition, da sind ja irgendwie... Oder da ist ein Code dabei, irgendwie für 5, 6 folgende Produkte, die es da gibt, irgendwie so 4, 5, 6. Also da muss ja noch was kommen. Ein DLC gibt es ja schon, die Real Events von 2015. Kennen wir ja das Prozedere. Habe ich mir da aber erstmal noch nicht gekauft, interessiert mich auch nicht. Ich weiß eh nicht mehr, was 2015 so weit passiert ist, bis auf den Sepang Clash mit Rossi und Marquez. Aber ja... Lassen wir das Ganze erstmal soweit hier stehen. Wir sind fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann in der nächsten Folge schauen wir mal, wie wir das hinbekommen mit der Moto2. Rundenanzahl, Schwierigkeit oder ob wir das erstmal so lassen. Ich weiß es nicht. Ob wir uns da vielleicht selber verbessern, was die Wertungen angeht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Valentino Rossi The Game.